So, gestern habt ihr in unserem lustigen Haul ja gesehen, was wir alles fürs Büro einkaufen. Da ist eine Menge Papier dabei, muss ich zugeben, aber wir müssen auch ziemlich viele Skripte ausdrucken. Und was mir, ja, und damit das nicht so umweltschädlich ist, haben wir uns gedacht, wir machen einfach aus den Skripten etwas Sinnvolles und schenken ihnen ein zweites Leben. Und zum Beispiel sowas. Und was die anderen da so mitmachen, können wir ja mal gucken. Viele wissen ja nicht, wohin man soll mit diesen ganzen alten Skripten. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, wie man die weiter verwerten kann. Ich persönlich mache das, was ich am liebsten mache, Sachen anzünden. Nee, aber don't try this at home. Ja, vor allem nicht indoor. Wir sind extra jetzt hier nach draußen gegangen. Wir haben hier einen Feuertopf, ja, das werden wir nicht auch gleich machen, eine Feuerschale. Wir haben hier ein Brett, dass es nicht unten drunter anbrennt. Und wir haben hier eine Wasserschale zum Löschen. Christina ist die Feuerbeauftragte heute, ja. Und jetzt werden wir uns eine kleine Feuerschale machen, damit es ein bisschen warm wird, weil es ist schon ziemlich kalt. Der erste Schnee war schon da und das wird wahrscheinlich jetzt ziemlich stinken auch. Okay, ich mach mal lieber das Ganze hier rein, nicht, dass meine Finger abfackeln. So, und das ist im Endeffekt alles. Ziemlich einfach. Ja, Schale, Papier, Feuer, rein. Und jetzt kann man sich schön wärmen. Ah, das ist herrlich. So, wir brauchen Nachschub, noch ein paar Skripte. So, und zum Löschen, was haben wir in der Schule gelernt? Zum Löschen einfach ersticken. Das dauert jetzt einen kurzen Moment und dann sollte das aus sein. Ups. Mittlerweile muss ja wirklich an allen Ecken und Enden gespart werden. Wir haben noch nicht mal Geld für Klopapier. Man muss hier schon die Skripte benutzen, um sich den Arsch abzuwischen. Am Anfang ein bisschen hart, aber man gewöhnt sich dran. Also ihr wollt wissen, was wir so aus alten Skripten machen. Ich stelle euch jetzt mal eine Variante vor. Dafür braucht ihr alte Skripte, eine Schere, am besten mit rosa Griff und gemütliche Stimmung. Dann geht's auch schon los. Und zwar nehmt ihr einfach ein Blatt und faltet es. Und dann faltet ihr es nochmal. So, dann nehmt ihr diese wunderschöne Schere oder eine andere, je nachdem, was ihr da habt. Und fangt an. Dann habt ihr, wie gesagt, diesen wunderschönen Stern hier. Den könnt ihr einmal so verwenden. Aber auch einmal so. Und ja, und dann kann man damit schön weihnachtlich dekorieren und schmücken. Zum Beispiel eine Kerze draufstellen. Und schon wurde das alte Skript perfekt wiederverwendet für Weihnachtsdeko. Komm, Bojan, lass es drehen. Was denn? Das reicht schon. Okay. Wir haben Hunger. Wir haben. Dankeschön. Die Was geht ab Skripte sind natürlich nicht nur interessant, sondern auch geschmackvoll. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und dann sind die sicherlich auch ganz gut für den Kopf. Nur mit dem Essen muss man dann schauen, wie man das macht. Mhm. Was ich mit alten Skripten mache, natürlich nicht das, was meine werten Kollegen damit machen. Ich bin ja kein Papierverschwender, sondern man kann die ja einfach nochmal benutzen, indem man sie quasi auf der Rückseite bedruckt. Moment. Das ist die beste Idee. Passt auf. Da kam man auf diese Scheißidee. Naja,
So, das war's mit unserem Was geht ab? Do it yourself. Hier könnt ihr euch jetzt nochmal den Haul ansehen und hier geht's nicht um bedrucktes Papier, sondern Solarzellen aus dem Drucker. Was für Zweitverwendungsideen habt ihr noch für unser Schmierpapier? Meine war jetzt nicht so super gut. Und naja, habt ihr was zu Weihnachten gebastelt? Und wenn ja, was? Schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr in der Mitte wie immer abonnieren. In der Videobeschreibung sind alle Social Media Links und der Link zu meinem Kanal und zu allen anderen Leuten, die dabei waren. Ansonsten habt einen schönen Tag und bis dann.